Buongiorno und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Ich fahre heute mit der Fähre von Lido bei Venedig nach Punta Sabbioni und von da aus dann weiter mit dem Fahrrad auf dem Eurovelo 8 Richtung Triest. Und wenn du wissen willst, wie weit ich heute komme, dann bleib dabei. Ich bin vorgestern hier am Samstag in Venedig angekommen, nachdem ich in Kassel gestartet bin mit meinem Fahrrad. Ich bin die Fulda hoch über die Rhön, dann runter zum Main, dann die Tauber hoch und dann von Donauwörth durchs Allgäu bis nach Füssen zu den Alpen. Ja, dann bin ich über die Alpen rüber und bin jetzt, wie gesagt, am Samstag hier in Venedig angekommen und habe dann einen Ruhetag eingelegt. Und habe dann zufällig erfahren, dass diese Fähre nach Punta Sabbioni nur am Montag fährt. Da habe ich wirklich, wirklich Glück gehabt. Sonst hätte ich den ganzen Weg wieder zurück nach Mestre machen müssen und dann an der Küste entlang jetzt fahren müssen. Ja, jetzt schneide ich die Lagune ab von Venedig und dann fahre ich Richtung Triest. Ja, das Schiff ist jetzt schon eine Viertelstunde unterwegs und ich denke, Punta Sabbioni ist gleich erreicht und da muss ich mich erstmal orientieren. Ich bin heute Morgen im Dunkeln aufgestanden, habe das Zelt zusammengepackt. Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Mal sehen, das werde ich dann heute Abend feststellen, wenn ich auspacke, ob noch alles da ist. Es verschwinden sowieso komischerweise irgendwelche Dinge immer irgendwo hin und ich weiß nicht wohin. Ja, dann wollen wir mal schauen. Hier ist gleich die Frage, ob der Bagger aus der Fähre rausfahren kann. Der hat gerade schon herumgerum manövriert, dass er die Schaufel weiter runter macht und so weiter und so fort. Die Hydraulikleitungen kommen jedenfalls oben an die Decke. Die Italiener werden das schon irgendwie geregelt kriegen. Ich bin in Punta Sabbioni angekommen, hat alles gut geklappt. Schon ein Cornetto und ein Espresso gehabt und jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Die Straße geht hier jetzt an Kanälen entlang, die zur Lagune von Venedig gehören und die Sonne geht gerade auf und es ist eine wunderschöne Stimmung hier. Ja, hier geht jetzt direkt an der Lagune entlang ein Fahrradweg, den haben sie sozusagen auf Stelzen hier in den Kanal gebaut. Sehr toll. Ich habe jetzt allerdings noch kein Zeichen vom Eurovelo 8 gesehen, auf dem ich mich jetzt eigentlich befinden sollte. Yeah, endlich ein Hinweis auf den Eurovelo 8. Den werde ich jetzt, wenn alles gut läuft, bis nach Griechenland fahren. Mal schauen, ob es funktioniert. Dazwischen liegen allerdings noch Italien, Slowenien, Kroatien, Montenegro, Albanien. Und alle können die Grenzen zumachen. Ich hoffe, das klappt. Ja, wenn ich es auf der Karte richtig gesehen habe, dann fahre ich jetzt noch eine ganze Weile durch diese Marschlandschaft. Auch wenn ich jetzt von der Lagune von Venedig weg bin. Aber die nördliche Adria ist halt so strukturiert. Und erst kurz vor Triest fangen, glaube ich, die Julischen Alpen wieder an. Ja, man achte auf diese kleinen Kräuselungen auf dem Wasser. Ich habe mal wieder Gegenwind. Ich habe vorhin auf der Fähre vier Mädels getroffen. Die waren auch schon auf meinem Campingplatz, die die gleiche Strecke fahren wollen. Und wenn ich die nachher mal wieder sehe, dann werde ich die mal fragen, ob die auch Gegenwind hatten oder ob ich mir das immer nur einbilde. Ja, Peng, jetzt habe ich mich schon verfahren. Es ist unglaublich, aber es ist halt noch so früh am Morgen. Der Kaffee scheint noch nicht gewirkt zu haben. Ja, aber ich hoffe, ich kann da vorne dann links abbiegen und wieder auf den Weg zurückkommen. Aber das wird wieder mal ein Abenteuer. Ja, zurück auf der richtigen Spur. Es war gar nicht so abenteuerlich. Ja, und es geht jetzt Richtung Jelosolo. Irgendwas mit E4, aber eigentlich müsste es der Eurovelo 8 sein. Da sehe ich jetzt aber kein Schild. Ja, und da geht es geradeaus durchs Wasser auf dem Giro de Laguna. Da müssen wir mal sehen, wie wir da langkommen. Hier in den Kanälen, da kann man anscheinend irgendwas fangen, wenn man diese Netze auslegt. Das wird wohl ordentlich was drin sein, so wie diese Arme da ausgelegt sind. Die müssen wohl ein ordentliches Gewicht hochziehen können. Ja, ist ein ganz komisches Gefühl für mich. Ich habe irgendwie so gar kein Ziel heute.
Es geht einfach nur hier jetzt durch diese schöne Gegend. Vorher hatte ich halt immer irgendwann eine Hürde, die ich zu nehmen hatte. Von Kassel aus wollte ich über die Rhön, dann wollte ich die Alpen erreichen, dann wollte ich über die Alpen rüber vor dem ersten Schnee. Und das habe ich auch geschafft. Also gestern waren eure rosa Flecken auf dem Regenradar über den Alpen. Das heißt, da hat es oben in den Bergen schon geschneit. Und da wäre ich nicht so gut über den Reschenpass gekommen. Ja, und dann wollte ich Venedig erreichen. Ja, und jetzt bin ich hier an der Lagune von Venedig und kann einfach so fahren, soweit ich heute komme. Und mich treibt jetzt nichts. Das ist richtig toll. Aber ich denke, nachher kommt dann wieder dieser Flow und dann trete ich in die Pedale und will voran. Aber bis dahin genieße ich jetzt noch diese schöne Gegend. Ja, hier kann man die Netze noch mal besser sehen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Stellnetze sind es, glaube ich, nicht. Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr wisst, was die hier fangen, dann würde es mich auch interessieren. Der Weg führt hier jetzt auf so einer Schotterpiste an einem Kanal entlang und am Schilf entlang. Und da fühlt sich mein Gravelbike natürlich wohl. Das müsste jetzt Jesolo sein und da werde ich bestimmt wieder die Abzweigung verpassen. Ja, von dem Eurovelo 8 ist hier jetzt immer noch nichts zu sehen. Vorhin war ja mal ein kleines Schild, aber das ist nicht wieder aufgetaucht. Ich bin jetzt aus Jesolo raus, habe mir da einen Panino con formaggio geholt, also ein Brötchen mit Käse. Sehr lecker, habe ich schon halb aufgegessen. Der Rest ist für später. War eine sehr nette Bäckerin, die mir das da fertig gemacht hat. Habe ich einen kleinen Schnack gehalten, nicht ganz wahr, nur zwei, drei Worte Italienisch. Und das hat aber gereicht. Ja, jetzt geht's hier am Kanal entlang. Ich weiß nicht, wie der nächste Ort heißt, aber ich fahre einfach. Ein Ort mit einer Kirche und das müsste Cortellazzo sein. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Jetzt geht's über diese Pontonbrücke. Hätte sogar 90 Cent gekostet, darüber zu fahren mit dem Auto. Stand ein Mann, der wollte Geld, aber mich hat er nicht beachtet. Hier hat sich jetzt kilometerweit ein Ferienresort ans andere gereiht und es ging die ganze Zeit an so einer großen Straße entlang. Zwar auf einem schönen breiten Fahrradweg, so 20 Meter von der Straße weg, aber trotzdem, da waren dann auch immer so Familien mit Kindern unterwegs, die hier Urlaub machen. Es müssen irgendwie Leute aus Bayern oder aus Baden-Württemberg sein. Die anderen haben ja schon alle keine Ferien mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob die Italiener noch Ferien haben. Habe ich noch gar nicht nachgefragt. Ja, jetzt geht es hier noch ein Stück an der Straße lang und dann geht es wieder über eine kleinere Straße, ein bisschen einsamer und ich hoffe, dann wird es auch ruhiger. Ich habe mir jetzt mal 1,5 Liter Flaschen vorne reingemacht, aber wenn man hier den Lenker einschlägt, dann kommen die da an den Rahmen. Das ist mir nicht so sympathisch. Ich habe auf jeden Fall die alten Flaschen noch nicht weggeworfen. Diese 1,5 Liter Flaschen kriegt man auf jeden Fall immer wieder nach. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal, solange ich noch nicht in ganz so heißen Ländern bin, die kleinen wieder. War wohl eben eine Weinkellerei und hier wird der Wein angebaut, glaube ich. So sieht es aus. Und ich fahre jetzt hier auf einem Fahrradweg neben so einer kleinen Straße. Bin jetzt endlich aus diesen Ferienresorts raus, aber es sind immer noch Urlauber hier unterwegs. Inzwischen ist die Sonne rausgekommen. Die habe ich jetzt gerade im Nacken, weil ich nach Norden fahre, weil hier rechts irgendwo ein Kanal von mir ist, über den es keine Brücke gibt. Da müssen wir erstmal an dem entlang fahren. Dann geht es wieder rechts nach Osten. So, das ist jetzt die Brücke über den Fluss, für die ich jetzt 5 Kilometer nach Norden fahren musste. Und jetzt geht es 5 Kilometer wieder zurück nach Süden. Ich fahre hier gerade auf der Via Schnurro Grado und die führt ins Nirgendwo.
Jetzt habe ich noch gerade eine Gruppe von anderen Radfahrern getroffen und mit denen bin ich dann noch in eine Bar gegangen, bin da ein bisschen hängen geblieben, habe gut gegessen, also so ein Baguette und ein Cornetto und ein Eis, ja, wie das halt so ist. Aber dadurch ist natürlich viel Zeit vergangen, aber das macht heute überhaupt nichts, denn ich habe eigentlich kein Ziel für heute. Jetzt habe ich aber trotzdem noch einmal den Weg abgeschnitten, weil der so eine Schleife wieder runtergemacht hat zu irgendwelchen Badeorten. Das muss jetzt heute nicht sein. Aber nachher geht es runter nach Grado oder wie das heißt. Und die Schleife werde ich auf jeden Fall mitnehmen und dann irgendwo unten am Meer zelten. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, und seit dieser Pause hängt so eine dunkle Wolke über mir. Die ist sehr begrenzt, ist auf dem Regenradar nicht zu sehen. Aber es tröpfelt daraus und die folgt mir. Mir, ganz allein, damit ich gleich mein Regencape rausholen muss, was ich ja eigentlich nicht mehr rausholen wollte. Ja, jetzt ist eingetreten, was ich befürchtet hatte. Ich bin viel weiter gefahren, als ich eigentlich wollte. Ja, und jetzt gibt es keine Rückkehr mehr. Jetzt muss ich noch ein Stückchen weiterfahren, weil jetzt kommt kein Campingplatz mehr. Also, das war mal wieder super spitze geplant. Ja, und jetzt sitze ich auch schon seit 8 Uhr im Sattel und jetzt ist es 16 Uhr. Aber im Moment habe ich noch Energie durch die Pause vorhin. Mal sehen, wie lange das anhält. Ich würde sagen, da hinten regnet's. Dunkel. Vielleicht gibt es ein fettes Gewitter. Ich bin jetzt auf der Zielgeraden nach Grado. Ich hoffe, da gibt es einen Campingplatz. Es sind jetzt ungefähr noch 10, 15 Kilometer. Die Straße ist die einzige, die dahin führt. Die führt nur gerade jetzt hier runter und gleich kommt noch so eine Art Lagunenlandschaft oder sowas. Ich kann es auf der Karte nicht genau erkennen. Das Problem ist, dass es tröpfelt und dass es in anderthalb Stunden dunkel wird. Ich habe jetzt noch zufällig einen Campingplatz vor der Lagune von Grado gefunden. Ich wollte mich eigentlich nur unter einer Pinie unterstellen und habe dann das Schild gesehen und bin dann hingefahren und die hatten zum Glück noch einen Platz frei. Der Platz ist recht schön direkt an der Lagune gelegen. Die haben einen eigenen Strand und schönen alten Baumbestand, der vor der Sonne schützt. Ja, aber die Sonne scheint jetzt gerade leider nicht. Aber es wird sowieso gleich dunkel, also egal. Hauptsache, ich habe jetzt mein Zelt im Trockenen aufgebaut und kann meine Sachen jetzt einpacken und dann morgen weiterfahren Richtung Triest. Und wenn du wissen willst, wie weit ich dann komme, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!